Hallo, meine sehr geehrten Bücherfreunde. Ich war letztens in der Bibliothek meiner Wahl und habe mich dazu entschieden, ein neues Buch auszuleihen. Wir haben hier von Kerstin Stahl und Johannes Warwick Sicherheitspolitik verstehen, Handlungsfelder, Kontroversen und Lösungsansätze. Ich weiß, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich kann auch schon Nächte nicht schlafen, weil mich dieses Buch einfach wach hält. Ich habe es in einem Rutsch gelesen und muss sagen, dass es auf jeden Fall mein Leben verändert hat. Weitere Bücher, die ich ausgeliehen habe aus der Bibliothek, entschuldigt. Dieses ganze Intellektuelle ist natürlich sehr wichtig. Klimawandel und Sicherheit, Herausforderungen, Reaktionen und Handlungsmöglichkeiten. Wichtiger Punkt. Wir haben des Weiteren noch die Biografie von Greta Thunberg und Mondays for Future. Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren, ab Montag anpacken und umsetzen. Interessante Bücher und jetzt. Nein, 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 es ist nicht mein Bücherkauf bzw. meine Bücherleihe, sondern mein Filmeinkauf. Nein, wir lesen hier nicht auf diesem Kanal. Wir schauen. Ich meine, ihr schaut gerade auch etwas. Wir wollen aus diesen Büchern ausbrechen. Das ist nicht das, wofür wir hier sind. Das ist nicht der Punkt, warum wir uns heute hier versammelt haben. Nein. Mein Hund ist hier. Mein Hund denkt sich, was passiert hier gerade? Julchen, komm mal hier. Komm mal hier. Ja, komm mal hier. Ja, wer Jule niedlich findet, einen Daumen nach oben geben. Call to Action. Habt ihr auch einen Hund zu Hause? Das wäre doch interessant. Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir wollen uns heute mit Filmen beschäftigen, die ich gekauft habe. Und warum guckst du so merkwürdig? Filme ist es nicht. Es ist doch wundervoll. Tun wir erstmal die Bücher weg. Bücher. Genau. Ich habe mir was bei Arrow Films bestellt. Ja, das Mikrofon benutzen wir jetzt nicht. Das benutzen wir wann anders. Bei Arrow Films bestellt. Arrow Films ist ein Verleih. Ich glaube, es ist ein Verleih oder ein Publisher. Irgendwie sowas. In dem Vereinigten Königreich. Und dort habe ich mir einige Sachen bestellt. Was heißt einige Sachen? Ich habe mir zwei Sachen bestellt und ich habe mir noch was auf Amazon bestellt. Und das heißt, darüber reden wir heute. Und wir fangen an mit den Arrow-Sachen aus einem komplett anderen Land, in einem Land vor unserer Zeit. Und wir fangen an mit Donnie Darko, den ich mal, ich glaube vor 3, 4 Jahren oder so habe ich den mal gesehen. Ist schon wirklich, wirklich lange her. Und du kannst es nicht einfach so, wir wollen doch Donnie Darko sehen. Auf jeden Fall, Donnie Darko ist ein ziemlich toller Film, zumindest habe ich eine ziemlich tolle Erinnerung. Und ja, mit einem tollen Twist und insgesamt ein sehr stylischer Film und ich habe ihn wirklich kaum noch im Kopf. Deswegen freue ich mich jetzt hier die Kinofassung ganz ruhig. Ich bin ja schon auch aufgeregt, Jule, aber wir müssen heute ein bisschen ruhig bleiben. Wir haben hier die Kinofassung, die ich liebe, die ich toll finde und den Director's Cut, der ja eher nicht so gut empfunden wird, da er viele Sachen entmystifizieren soll. Ich möchte ihm trotzdem eine Chance geben, nachdem ich die Kinofassung nochmal gesehen habe. Und vielleicht kommt dazu auch ein Video zu Director's Cut, die nicht so gut sind wie die Kinofassung. Wer weiß, mal gucken. Auf jeden Fall ziemlich tolle Sache, Donnie Darko endlich hier zu haben. Dauert 113 Minuten, beziehungsweise der Director's Cut dauert 133 Minuten. Und es ist ein ziemlich cooler Film. Jack Gyllenhaal ist halt super in dem Film. Von Richard Kelly und ja, das ist Donnie Darko. Ziemlich toller Film. Gehen Sie runter vom Schreibtisch. Hier wird gerade gearbeitet. Es ist gerade nicht Bring deinen Hund mit auf YouTube-Tag. Was ich mir noch auf Arrow bestellt habe, ist der Dekalog. Ich bin durch den Katalog durchgegangen von Arrow Films und habe mir den Dekalog bestellt von Krzysztof Kieslowski, einem ziemlich bekannten, ich meine, polnischen Regisseur, der, es ist anstrengend, das war keine gute Idee, einem polnischen Regisseur, der eine 10-teilige Miniserie gemacht hat und ja, danke, endlich bist du weg, endlich kann ich mal wieder hier ein bisschen, habe ich hier wieder Freiheit.
der eine 10-teilige Miniserie erstellt hat, wo jede Folge, ich glaube, eine Stunde lang ist, wodurch wir dann auf eine Gesamtlaufzeit von, sie sind ein bisschen kürzer, dauert vermutlich eher 50 Minuten, 583 Minuten, es dauert auf jeden Fall die Serie, so lang ist sie. Ja, hier sind so die Sachen, hier ist auch ein sehr schönes Ding von Arrow. Insgesamt, die Verpackung war ziemlich, ziemlich schön, auch wenn es sehr lange gedauert hat, bis es versendet wurde. Also an sich kann ich auf jeden Fall sagen, Arrow ist eine gute Sache, könnt ihr auf jeden Fall auch was bestellen. Ja, ich habe jetzt vor allem durch den Shocktober, so heißt das, dort bestellt, weil dort viele Blu-Rays stark reduziert waren, zum Beispiel auch hier diese Fassung von der Dekalog. In Deutschland gibt es die nämlich gar nicht auch auf Blu-Ray, sondern die gibt es nur auf DVD und ich habe mir gedacht, ich möchte sie auf Blu-Ray haben, deswegen habe ich dann zu Arrow Films gegriffen und da es halt eh reduziert war, habe ich mir gedacht, nice, ziemlich nice Sache und wie schon gesagt, hier sind dann die verschiedenen Discs mit den 10 Folgen und ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht wirklich, worum es geht in dieser Miniserie, es zählt auf jeden Fall eines der besten Werke, die jemals erschaffen wurden. Und hat auf Letterboxd einen Wert von 4,6, meine ich. Also ist wirklich ziemlich, ziemlich hoch. Und ich glaube, ist auch unter den Top 10 besten, bestbewerteten Werken der Seite. Und ich glaube, deswegen ist es auf jeden Fall mal eine Sache, die man sehen sollte. Und deswegen bin ich auch schon relativ gespannt auf den Dekalog. Ich werde ihn nicht in einem Rutsch gucken. Ich denke, ich werde ihn mir auf 5 Abende oder so aufteilen, mal gucken. Oder auf 10 Abende mal sehen. Ich denke, das ist auch so eine Serie, die man jetzt nicht unbedingt in einem Rutsch durchguckt. Ich meine, jede Folge ist auch abgeschlossen, da bin ich mir aber relativ unsicher gerade. Ich bin einfach mal gespannt, wie der Dekalog ist. Für den Love Ember, der jetzt schon vorbei ist für euch, aber der für mich noch nicht begonnen hat. Es tut mir leid, dass diese Filmeinkauf-Videos so unfassbar zeitversetzt sind. Es tut mir ja leid, aber ich kaufe nun mal 4. Ich kann euch sagen, es kommt auch noch ein bisschen was auf euch zu. Ich habe ein paar Sachen gekauft, okay? Ich habe nochmal gedacht, ist zum Ende des Jahres. Yeah, da muss nochmal hier richtig rausgehauen werden. Und weiter geht's mit Greta Gerwig's Little Women, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ich weiß, ich sollte mich vermutlich schämen. Aber er ist ja in meinem Love Ember dran. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich ihn schon geguckt und sogar eine Kritik auf Letterboxd geschrieben. Und ich kann es selber kaum glauben. Liebe Grüße erstmal an Cobalt String, das ist, glaube ich, nämlich sein Lieblingsfilm oder einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Und deswegen ganz, ganz liebe Grüße an Cobalt String hier an dieser Stelle. Ich habe ihn endlich da, ich werde ihn gucken. Ja, du wirst meine Meinung zu diesem Film hören. Es ist ein unfassbarer Cast, Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Timothy Chalamet und Meryl Streep. Ich meine, wer spielt nicht in diesem Film mit? Praktisch fast alle guten Schauspielerinnen sind in diesem Film vereint und Timothy Chalamet ist vereint. Ich bin sehr gespannt. Dauert 135 Minuten, also relativ lang. Ich meine, er spielt kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und ich denke, es wird irgendwie um Emanzipation gehen. Das ist so, wo ich glaube, dass es darum geht. Ich kann aber auch falsch liegen, ich meine, so habe ich es mitbekommen, aber Little Women, ich bin sehr gespannt. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich diesen Film so unfassbar lange vor mich hergeschoben habe. Ich werde ihn ja jetzt gucken und ich bin einfach mal gespannt, ob ich auch auf den Hype mit draufspringen kann oder mir denken werde. Ähnlich wie bei Porträt einer jungen Frau in Flammen, ist es ziemlich gut, aber ich bin nicht das Publikum unbedingt dafür. Aber ich bin einfach mal gespannt, ich gehe sehr offen in diesen Film hinein, weil ich auch Florence Pugh wirklich richtig toll finde. Saoirse Ronan ist eine tolle Schauspielerin, Emma Watson ist ziemlich cool, Laura Dern liebe ich doch eh. Und deswegen, ich bin ziemlich gespannt. Und zum Schluss gehen wir nochmal in ein fremdes Land. Wir waren schon heute in Polen, ich glaube es ist Polen. Ich denke, Dekalog kommt aus Polen. Steht das hier hinten zufällig, ohne dass ich... Ja genau, ich glaube, genau den polnischen Zeitgeist der späten 80er ist Dekalog. Und jetzt gehen wir in den japanischen Zeitgeist der 1973er von dem Studio Toho, vermutlich eines der besten Filmstudios aller Zeiten. Ich meine, wenn ich dieses Toho-Zeichen schon sehe, dann geht mir mein Herz auf, weil ich mir denke, das sind so tolle Filme drunter erschienen. Zum Beispiel Filme Akira Kurosawas oder die Godzilla-Filme und ganz, ganz viele andere Werke. Masaki Kobayashi, der gute Mann auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ist auch darunter Lady Snowblood entschieden, der ja von Tarantino sehr geliebt wird und der wohl eine starke Inspiration für Kill Bill war. Ich bin mal sehr gespannt. Eiskalt, wunderschön und verstörend? Verspritzt.
und Blut eiskalt wunderschön und Blut verspritzt. Das klingt irgendwie ziemlich merkwürdig. Und Quentin Tarantino sagt auch ein fantastisches Samurai-Revenge-Movie. Ein fantastisches, das klingt irgendwie merkwürdig. Ein Movie, ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall, Lady Snowblood klingt sehr, sehr interessant und es klingt so, als ob ich diesen Film sehr, sehr gerne mögen würde oder mag. Ich werde ihn wohl mögen, denke ich, weiß nicht, ich schätze schon, ich mag ja eh diese japanischen Filme der 50er, 60er und 70er sehr, sehr gerne von Toshiya Fujita und deswegen bin ich sehr gespannt, wie mir Lady Snowblood gefallen wird. Der Disc-Oscar, wir haben schon lange keinen Disc-Oscar mehr vergeben, oder? Beste Disc der Episode, ich weiß, ich fand eigentlich gerade gar keine so wirklich berauschen. Also Lady Snowblood wird sie auf jeden Fall nicht bekommen. Der ist relativ kurz, ich glaube 90 Minuten dauert der, 102 Minuten. Ich bin mal gespannt, was das, ob der auch ein sehr ernster Film sein wird. Ich schätze mal schon, ein ernster, ja, Samurai-Film, irgendwie sowas. Bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt, wie mir Lady Snowblood gefallen wird. Falls ihr ihn schon gesehen habt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie war, ja, das Little Women ist, die Disc ist jetzt auch nicht so berauschend. Die zu der Dekalog war wirklich, die ist wirklich hässlich, muss ich sagen. Ich meine, die Discs sehen wirklich nicht schön aus. Und zu Donnie Darko, die Discs sahen jetzt, glaube ich, auch nicht so gut aus. Nee. Also ein Disc-Oscar wird es in dieser Folge nicht geben, sind alle jetzt nicht besonders toll. Aber ja, ich denke, dass es aber auf jeden Fall tolle Filme sind, die wir hier... Gott. So. Ah. So, die wir in dieser Folge gekauft haben, beziehungsweise die ich in dieser Folge gekauft habe. Was habt ihr in letzter Zeit gekauft? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie geht's euch? Und ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich freue mich, diese Filme zu sehen, vor allem den hier. Ich habe so lange vor mir hergeschoben, es tut mir so leid. Ja, ich bin wirklich gespannt auf viele Werke. Vielleicht wird zu dem einen oder anderen Film ja sogar eine Kritik kommen. Falls ihr euch eine Kritik zu diesem Film wünscht, könnt ihr mir auch gerne mal einen Kommentar dazu schreiben. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder, wenn ein wundervolles Video erscheinen wird. Und sonst kann ich eigentlich nur sagen, Tschüssikowski, bis bald.